Tungsten, Aluminium, Kupfer, Manganese, Silber. Wir haben Silber-Ores. Okay, dann machen wir uns mal ein bisschen Silber. Weil ich werde bestimmt nicht mit meinem Schwert einfach so hier an die Endermänner gehen. Nein, dafür mache ich mir das passende Werkzeug. So, und dann werden wir da anschließend noch ein bisschen zaubern müssen. So, die zwei Silber langen mir eigentlich schon. Ich muss die halt nur noch eben jetzt einschmelzen. Das Eisen können wir da mal reinhauen. Dumm, die dumm. Einen haben wir schon. Ich weiß gar nicht, ob das ein oder zwei waren. Da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Das müsste ich jetzt ausprobieren. Hier. So, war das jetzt mit einem oder mit zwei? Ah, mit einem. Okay, ein Silber. Dann bekommen wir nämlich eine Atame. So. Und das ist so das Lieblingswerkzeug der Endermänner. Die mögen das nämlich überhaupt nicht. Da mit zwei Schlägen hat man dann einen Enderman hinüber. So, und damit sich das dann auch lohnt, packen wir da natürlich... Wo haben wir's? Na, geh doch mal runter hier. Looting drauf, weil wir wollen natürlich... Looting 2 sollte lang. Oh, kann ich mir nicht leisten. Wieso kann ich mir das... Ah ne, ich kann es mir schon leisten, aber nicht verzaubern. Okay. Weil wir natürlich auch sicher gehen wollen, dass er uns eine Enderperle gibt. Und da es gerade Nacht ist, gehen wir doch mal raus und schauen, was draußen so... Ups, so los ist. Ja. Nein, du kriegst die Atame nicht zu spüren. Die ist nur für deine Freunde, die Endermänner. So. Dann fliegen wir mal aufs Dach. So. Sehen wir einen Enderman? Das ist die Frage. Enderman. Wo bist du? Spinnencreeper? Andy. Andy Moneyline. Oh, er hat schon mal ein bisschen Holz abgehackt. Zombies. Ich suche einen Andyman. Aldrio. Wo bist du? Ja, klar, immer wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Immer das Gleiche mit denen. Chips. So, Tintenfische brauche ich auch nicht. Ich brauche einen Andy. Holla, ja. Spinny, nein. Baumhopping mache ich jetzt gerade hier. Da, Andy. Direkt zwei. Oh, zwei ist was. Ich glaube, muss ich mir einen herlocken, aber ich glaube nicht, dass die hier hoch auf die Blätter kommen. Ah, guck mich an. Ich weiß nicht, ob die wirklich hier hochkommen. Und ich bin nicht gerade... Oh, Mist, ich hätte vorher was essen sollen. Was macht er denn jetzt? Von alleine sterben? Das haben wir nicht gewettet. Du sollst nicht sterben. Ne? Da, ja. Ah, Mist. Ich hab's mir gedacht. Mensch. Ich hätte vorher essen sollen. Ich wusste es genau. Ist er jetzt immer noch hinter mir her? Ich hab ihn gehört. Ich glaube, er ist an meine Sachen. Oh, super. Na, toll. Muss ich mir das wieder ein- und ausloggen, weil ich meine Sachen nicht sehe. Och Mensch, 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 Mensch. Das ist klasse. Ich liebe es. Ich bin, Self-Quit to Title. Singleplayer. Let's play. So, jetzt sehe ich mindestens meine Sachen. Hahaha. So. Jetzt ist der Enderman wahrscheinlich weg. So, Atame, Schwert. Ich glaube, ich hatte die Atame gar nicht genommen. Kann das sein? Ich bin da gerade so
So, Atame. Wo ist er jetzt? Ich höre ihn. Da ist er. So. Aber keine Enderperle, oder? Mist. Keine Enderperle. Ach Mensch, das ging ja jetzt voll in die Hose. Oh Mann. Jetzt müsste ich schlafen gehen und sagen, hier in der Nacht aufwachen, aber das funktioniert ja nicht. Ich weiß, da gibt es eine extra Mod für, aber... Ach Mensch. Naja gut, das ging ja mal voll daneben hier. Enderperlen suchen. Ach Mensch. Naja gut, egal. Dafür musst du dann jetzt drunter gleiten hier. Weil es nicht geklappt hat, du bist schuld. Du bist schuld. So. So, was ist denn hier los? Wieso ist der denn so abgehackt? Das kann ja nicht an der Reichweite hier liegen. So, er hat natürlich jetzt keinen Strom mehr, aber er hat zumindest schon mal was produziert hier. Das lohnt sich ja schon mal fast. Legen wir nochmal ein bisschen Kohle nach. Komm. Dann müssen wir noch ein paar Bäumchen pflücken. Ach, Mensch. Na gut, okay, dann soll es das für heute auch gewesen sein. Wir haben also unser Dach fertig gebaut, auch wenn es noch nicht fertig eingezogen ist. Aber da arbeiten wir ja dran, an dem Holz hier. Ich kann ja schon mal ein bisschen was mitnehmen. Dass wir noch ein bisschen Junglewood zusammenkriegen. So, das kann ich ja schon mal in die Sägemühle schmeißen. Wir haben uns eine schöne große Baumfarm gebaut und wir haben uns schon einen Tank gebaut. Ja, dann fehlen uns halt nur noch ein paar Sachen, dass wir dann jetzt an Lava kommen. Und wenn wir das haben und noch mal ein bisschen farmen waren, um an Materialien zu kommen, dann können wir dann auch richtig loslegen. Aber bis dahin wird es dann noch mal einen Tick dauern, fürchte ich. Aber naja, gut. Werden wir auch irgendwann hinkriegen. So. Ja, ich werde mich jetzt gleich noch ein bisschen sortieren hier, ne? Mein verwirrtes Inventar hier. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß. Tschüss, euer Protoss. Holdrio und herzlich willkommen zurück zum Singleplayer bei dramatischer Musik. Ja. So, ja, das letzte Mal haben wir aufgehört, nachdem wir erfolglos einen Enderman gekillt haben und von selbigen auch gekillt wurden. Und ja, mein Inventar ist total daneben hier. Und ja, wir kommen, glaube ich, nicht drum rum, heute mal ein bisschen farmen gehen zu müssen. Eine willkommene Abwechslung. ihr freut euch bestimmt genauso wie ich. So, warte, ich muss mal hier ein bisschen umsortieren. Warte mal, die Atame packen wir mal da hin, dass es mal ein bisschen gewohnter ist. Ja, leider haben wir das Problem, dass ja, wir auf alle Fälle Material brauchen, weil bei uns sieht es doch sehr mau aus. Auf jeden Fall müssen wir zusehen, dass wir zwischendurch meine Enderperle einsammeln, deswegen die Atame. Dann muss ich mal gucken, dass ich hier mal ein bisschen entmüllt kriege. Lidohr haben wir noch. Redstone, Kohle, Eisenbars. Die gehören doch eher hier in diesen Table hier. Da fehlt uns die Enderperle, genau. Packen wir mal da rein. Redstone können wir da auch ein bisschen reinpacken. Ist da bestimmt nicht verkehrt. So, hier haben wir... Ja, hier sind ja unsere Bauteile. Mehr oder weniger. Iron Chest Plate. Nehme ich die mit? Nehme ich die nicht mit? So, Kohle, Charcoal brauche ich eigentlich nicht mitnehmen. Das kann ich eigentlich auch hier lassen. Und unsere Coke Coal. Da haben wir noch Lead Ore. Futtern haben wir. Wir haben ein Backpack. Wir haben noch ein Backpack mit Tools. Was haben wir denn da noch drin? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Oh, die müsste mal repariert werden. Oh. Jetzt wäre hier mein Mikro fast weggefallen. Warum habe ich zwei Feuerzeuge? Langt denn nicht eins? So, mal
nebenbei gefragt. Ich habe noch Weizen. Ich habe eine Angel. Wofür habe ich eine Angel? Wen will ich denn angeln? So. Nee, die muss repariert werden. Repair. So. So, dann nehmen wir noch mit. Na, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen auf jeden Fall noch Holz mit. Davon haben wir ja ein bisschen was. 25. 37 muss lang. Haben wir noch eine Werkbank über? Ansonsten mache ich mir schnell eine. Ach, die kann ich auch unterwegs machen. Ist auch nicht das Problem. Dann brauchen wir auf jeden Fall Fackeln. Da können wir diesen Rubber nehmen. Und ein bisschen Sticks. So. Brauchen wir nämlich keine Kohle für verpulvern. So, haben wir einen Stack Fackeln. Sollte hoffentlich lang. Ich überlege, ob wir ein bisschen Rubber mitnehmen. Ach ne, wir werden Kohle unterwegs finden. Die können wir meinetwegen dann auch nehmen. Dann wollte ich mal ganz schnell gucken, wie es denn unserer Rubber Farm geht. Ja, doch so gut. Tja, naja. Der fehlt eindeutig Strom. Ja, die ist schon wieder out of energy. Ein Zeppelin. Frechheit. Ach, da kommen wir eh nicht dran an den Planter. Also hauen wir da rein. Ja, gut. So. Ja, bevor wir hier weitermachen. So, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar, wenn ihr dieses Video seht, bin ich gar nicht im Lande. Ich muss jetzt ein bisschen voraufnehmen. Ich bin nämlich 4 Tage jetzt weg. Und zwar auf einem Zeltplatz. Und das bei dem Wetter. Es schüttet nämlich aus Eimern. Und die Wetteraussichten versprechen da nichts Gutes. Den Schalter brauche ich, glaube ich, nicht. Zack. So. Holz. So, dann können wir eigentlich loslegen. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen zelten mit einem Schützenverein. Und ja, von daher nehme ich ein bisschen im Voraus auf. Ich werde natürlich dürft ihr weiter kommentieren. aber, nein, ich habe jetzt wegen dem Tank geweint, nicht wegen euch. Aber, warte mal. Das Jetpack nochmal schnell aufladen. Wir sollten ja ein volles Jetpack haben. Besser ist. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Mist. Aber ist normal. So, mach dich voll. Danke. So. Ja, dann werden wir mal unsere Taschen füllen gehen, damit wir dann wieder demnächst fleißig bauen können. Ich habe nämlich noch so viel zu bauen. Wir müssen natürlich den Endertank fertig machen, beziehungsweise die Endertanks. Wir brauchen ja 2, da müssen wir noch eine Pumpe dafür bauen. Und. So, wenn ich mich nicht täusche, weil hier oben ging es dann zur Schlucht. Können wir eigentlich direkt schön ausbauen hier, oder? Wie machen wir das denn? Hier runterkommen. Da ging es da auch zur Schlucht? Nee. Ich glaube, es ging hier lang zur Schlucht. Muss ich hier tatsächlich eine Treppe reinbauen? Ach Mist, wollte ich da nicht zugemacht haben. Egal. Ja, das funktioniert besonders gut mit der Fackel, da die Steine abzukloppen. So, wo war denn das? Irgendwo ging es doch zur Schlucht. Ich meine, das wäre hier rum gewesen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh ne, da unten ist dunkel. Hopp. Fliegen wir mal rüber. Ich meine, dass wir hier irgendwie... Ach, da hätten wir auch runterkommen können. Da unten ist düster. Ja, ich wollte jetzt in die Schlucht. Also ich weiß, dass hier überall noch Steinchen sind, die wir noch mitnehmen können. Ah, genau, da ist die Schlucht. Hier ist sie doch. Wusste ich doch. So, dann machen wir uns erstmal hier ein bisschen Platz. So, die werden wir nämlich jetzt mal ausräubern, die Schlucht.
Wer weiß, vielleicht finden wir noch ein Mineshaft. Das wäre ja lustig. Vielleicht ist da ja was dann Brauchbares drin. Das wäre ja noch viel lustiger. Sollte ich brauchen wir eigentlich nicht. Aber egal. Kohle nehmen wir natürlich gerne mit. Da sind wir ja nicht kniestisch. Oder nicht wählerisch. Oder wie auch immer. So. Jetzt machen wir erstmal die Taschen richtig voll mit so ziemlich allem, was wir finden. Dass wir dann mal auch immer genug haben von allem. Das wäre nämlich super. Damit wir dann auch noch bauen können. Ach genau, ich wollte erzählen, was wir noch alles bauen müssen. Also, den Endertank müssen wir natürlich fertig machen. Oder die Endertanks. Dann hätte ich gerne, ja, die Fossilien nehmen wir ein andermal mit. Wenn überhaupt, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir was mit Dinos machen wollen. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Komm, dich kriege ich da auch noch raus. Nein? Na doch. Das ist schlimm mit mir. Ich vergesse immer, was ich sagen will. Das ist, so. Ja, jetzt wundert ihr euch, was ich hier mache. Ich mache mir den Rückweg ein bisschen frei. Ja, ich weiß, ich bin immer so ein Schönbauer. So ein ganz mieser. So. So. Das sollte fürs erste lang. Also die Endertanks müssen wir fertig machen. Dann müssen wir natürlich eine Pumpe haben. Dann hätte ich ganz gerne als nächstes eine Magma Crucible und ein Liquid Transposer, damit wir nämlich Conduits herstellen können. Dafür brauchen wir natürlich auch noch den Smelter. Und. Ihr seht also, wir haben noch viel vor und wenig Ahnung. Also wie immer eigentlich. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Wie kommen wir da runter? Bauen wir uns hier eine schöne Treppe runter oder wie passt es denn hier? Ich könnte mir hier am Rand einfach so eine Treppe runterbauen. Das mache ich jetzt einfach mal. Dann tada, dann tada. So, dann machen wir hier auch auf. Soll ja auch halbwegs professionell aussehen. Ja, ich weiß, das wird es nie. Aber nehmt mir doch nicht die Illusion. So. Dann tada, tada, tada. So. So. Ein Fäckelchen anbringen. So. Dann tada. Ach ja, demnächst kommt dann eventuell, aber das wird wahrscheinlich erst nach meinen 4 Tagen Zelten passieren. Ein kleines neues Format, was ich mir ausgedacht habe. Aber da werde ich nicht zu viel verraten, da müsst ihr mal euch überraschen lassen. Ich hoffe, es wird lustig. Zumindest habe ich vor, dass es lustig wird. Und ob es dann auch im Endeffekt ihr lustig findet, müsst ihr natürlich entscheiden. Das kann ich dann nicht für euch entscheiden. Da muss ich mich dann überraschen lassen. Ja, so können wir uns nämlich beide überraschen lassen. Ihr über euch das Format, was ich vorhabe. Und ich über das, ob ihr das lustig findet oder nicht. Oh, Eisen. So. Oh, Mensch. Ich bin eigentlich... Ach doch, da ist genug Material drunter. So. Zack, zack. Oh, was hier ein Zeug in der Wand ist, das ist ja schlimm. So, jetzt habe ich mich hier schön runtergebaut und nun muss ich gucken, wie ich auch notfalls ohne Jetpack hier wieder hochkomme. Weil ich muss ja immer damit rechnen, dass es irgendwann leer geht. Von daher muss ich da ein bisschen planen.